Ja, sicher. Ja. Klar war die kalte Luft und die Glocken flogen nicht mehr durch den Himmel. Sie schwiegen in ihrem Nest. Doch man konnte noch die Farben der Gegenstände in der kleinen Gasse unterscheiden. Ich sah etwas und rief: Schaut, eine Fahne. Fahne? Das ist doch Porfirio, der Tuchhändler. Meine zwei Gefährten lachten und ich erinnerte mich, dass es in Sizilien Brauch war, die Stoffgeschäfte durch ein Stück Stoff zu bezeichnen, das außen an der Tür hängt. Es kam nicht auf seine Farbe an. Es konnte grün sein, gelb, blau. Wo ein Stück Stoff draußen hing, zeigte es an, dass Stoffe verkauft wurden. Porfirio hat übrigens eine halbe Schere. Und manchmal, wenn es mir unangenehm ist, eine Zeche ständig wegen seines Priems zu belästigen, lasse ich mir von Porfirio die Schere geben. Vielleicht wäre es angebracht, unseren Freund mit Porfirio bekannt zu machen. Ja, vielleicht. Sie führten mich hinein und die Karre mit dem Schleifstein blieb wieder auf der Straße. Der Laden war nicht tief, es war eine Art Nische. Die Stoffe waren in hohen Stößen auf ein paar Stühlen ganz nah bei der Tür aufgestapelt. Bitte tretet ein. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, ich wollte gerade schließen. Das Zeug warst du draußen? Nein, ich wollte es gerade hereinholen. Heute ist es wieder rot. Ja, ich hänge schon eine Weile rot hin, aber morgen ändere ich es in türkisblau ab. Gewiss. Die Welt ist mannigfaltig. Mannigfaltig, schön, groß. Es ist schwer gekränkt. Schwer gekränkt. Erzähl ihm von unserem Freund, Ezechiel. Unser Freund? Tutta pietra che adornava la facciata della torre di osservazione, dove era la monofora, la bifora, la trifora, e queste costituivano tutte le finestre della torre di osservazione. Questa torre poi fu demolita nel 1439 e allora fu rimurata la facciata in un modo diverso. Per...